Ich freue mich, dass ihr bei der fünften Folge meiner Serie zu dem Game The Last of Us dabei seid. Nachdem Tess gestorben ist, liegt es alleine an Joel, Ellie zu den Fireflies zu bringen. Die beiden wollen zu Joels Bruder Tommy, da er früher zu dieser Organisation gehört hat. Doch dazu brauchen die zwei einen fahrbaren Untersatz. Ob Billy ihnen helfen kann? Ich wünsche euch viel Spaß. Aber was auch geschehen wird, Otto finde ich gut. Na bitte. Ja, hier lang wird's schneller gehen. Wow. Was? Nichts, ich hab nur sowas noch nie gesehen, deshalb. Etwa den Wald? Ja, im Wald war ich noch nie. Ist ziemlich cool. Warum bringst du mich nicht zurück zu Marlene? Wenn sie das schaffen könnte, hätte sie dich behalten. Na, vielleicht geht's ihr besser. Kleine, ich will dich nicht aufregen, aber ihre Überlebenschancen waren nicht gerade hoch. Sie ist viel stärker, als du glaubst. Es ist egal. Denn ich glaube kaum, dass einer von uns lebend bei ihr ankommen würde. Glaub mir, mir wäre es anders auch lieber. Klettern wir rauf? Nein, da oben ist ein Stacheldraht. Wir müssen irgendwie drumherum. Wow, da! Na also! Bist du das, Bill? Wo trefft ihr euch denn sonst immer? Na? Das kommt drauf an. Du warst noch nie hier, oder? Ich weiß, dass er hier lebt. Aber nein, ich war noch nie selbst hier. Und der Rauch, das soll er sein? Das wäre gut für uns. Wow, dann sehen wir mal nach. Okay, komm. Hier lang. Sei vorsichtig, nicht, dass du fällst. Hier durch. Dieser Scheißkopf. Oh Mist, ist von der anderen Seite verriegelt. Hier, hilf mir hoch. Nein, nein, das kommt gar nicht in Frage. Na, ich heb dich nicht hoch. Wie sollen wir sonst da rüberkommen? Stell den Fuß drauf. Hör mal zu, du machst es nur auf, okay? Sonst nichts. Geht klar. Vorsicht, Vorsicht! Okay. Okay. Tada! Gut gemacht. Danke. Also, dein Kumpel hat ein Auto für uns. Und was dann? Ja, dann suchen wir Tommy. Marlene meint, er ist dein Bruder? Wichtiger ist, dass er mal ein Firefly war. Er weiß, wo du hin musst. Oh, okay. Er lebt weit weg von hier. Deshalb brauchen wir das Auto. Zwerge? Ja, das sind Zwerge. Mann, ich hatte ein Bilderbuch mit Zwergen. Ich fand sie immer so richtig niedlich. Aber Feen nicht. Die machen mir Angst. Oh, verstehe. Ja, das ist Bills Handschrift. Lebt sonst noch jemand in dieser Stadt? Soweit ich weiß, ist er allein. Wow.
Sieh dir das an! Mann, das ist echt traurig. Was denn? Diese Musik, die hier herumsteht. Und niemand hier, der sie sich anhört. Ich weiß nicht, ich find's schrecklich. Eine von Bills Fallen. Dein Freund ist paranoid, oder? Na, das kannst du laut sagen. Und wie ist er sonst so? Er hat uns oft beim Schmuggeln geholfen. Er weiß, wo es was gibt. Dann hoffe ich, dass wir auf der Suche nach ihm nicht draufgehen. Halt die Augen offen, dann passiert nichts. Wow, Bill kann Bogen schießen? Vermutlich schon. Mal an. Gib ihn doch mir. Ich kann ziemlich gut damit umgehen. Für Waffen bin weiterhin ich zuständig. Tja, wir hätten beide Waffen als Absicherung. Vergiss es. Oh, Scheiße. Hör mal zu. Bill ist nicht gerade eine sehr ausgeglichene Person, wenn wir bei ihm sind. Überlass mir das Reden. Hast du gehört? Ja, alles klar. Du musst dich daran halten. Er ist nicht gerade nett zu Fremden. Okay. Bill ist okay. Er braucht nur etwas Zeit, mit dir warm zu werden, okay? Siehst du den Draht? Berühr nicht, okay? Lass den Kopf unten, dann klappt das schon. Okay. Okay, zurück. Okay. Oh, krass. Die Dinger sind ja der Hammer. So kann man's auch machen. Na komm. Bleib in meiner Nähe. Hey, komm schon, wir... Ich hab dich. Verdammt, Bill. Was ist passiert? Das ist noch eine von Bills Scheißfallen. Da, der Kühlschrank. Das ist das Gegengewicht. Okay. Schneid das Seil durch, so komme ich runter. Bin dabei. Joel! Scheiße, sie kommen. Joel! Kümmer dich um das Seil. Er lebt. Wie weit bist du? Ich mach so schnell wie ich. Halt durch!
Alles okay? Ja! Los, du schaffst es! Okay. Hier, fang! Danke. Verdammt nochmal! Oh, komm schon! Oh, ich krieg's nicht durch! Beeil dich! Hey, komm her! Ich brauche hier Hilfe! Lass mich los, du Arsch! Verdammt, Ellie, sie sind gleich da! Danke für die Rettung und so. Ach, Ellie. Hey, was soll das? Joel! Bill. Was soll denn das? Bill! Dreh dich um und geh auf die Knie. Beruhig dich erst mal. Dreh dich um und geh auf die Knie. Jetzt mach schon. Jetzt mach mal lang. Scheiße! Wurdest du gebissen? Nein. Irgendein Ausschlag. Nein, verdammt, ich bin sauber. Wenn du auch nur zuckst. Verdammt noch mal! War's das? Ob's das war? Ihr kommt in mein Haus, löst alle Fallen aus. Ihr brecht mir beinahe den verdammten Arm. Und wer zum Teufel ist das? Und was macht sie hier? Es geht dich einen Scheißdreck an. Wir sind hier, weil du Joel was schuldest. Oh. Also mach sofort diese Dinge ab. Ich schulde Joel was. Soll das ein Scherz sein? Okay, machen wir's kurz. Ich brauche ein Auto. Oh, es ist ein Scherz. Joel braucht ein Auto. Tja, wenn ich eins hätte, das fährt, was nicht der Fall ist, warum sollte ich es gerade dir geben? Hä? Ja klar, Joel, kein Thema, nimm es doch. Nimm auch mein Essen, wenn du schon dabei bist. Na, so wie du aussiehst, hast du eh zu viel davon. Pass mal auf, du kleines Nein, pass du auf, du hast mir Handschellen. Du jetzt mal den Mund. Okay. Was immer ich dir angeblich schulde, so viel kann's nicht sein. Ehrlich gesagt, Bill, doch kann es. Na, ist doch egal, weil ich keins habe, das Pferd. Aber es gibt eins in der Stadt. Teile. Es gibt Teile in der Stadt. Das heißt, du könntest eins zusammenbauen. Okay. Wenn ich das mache, brauche ich Werkzeug dafür. Okay. Es ist auf der anderen Seite der Stadt. Du hilfst mir, es zu holen. Und vielleicht kann ich was zusammenschrauben, das Pferd. Aber danach
schulde ich dir nichts mehr. Ist mir recht. In ein paar Tagen sind wir so oder so tot. Gut. Kommt mit. Die ganze verdammte Stadt ist vermint. Bleibt schön dicht hinter mir. Echt verlockend. Schluss jetzt. Okay. Was auch immer ihr braucht oder wollt, nehmt es euch einfach. Okay, danke. Ellie, ja, sieh dich mal um. Vielleicht tun wir was gebrauchen. Na, klar doch. Hey, weißt du, wie man das spielt? Ja, ich kann es aber nicht gut. Ich wollte es immer lernen. Hey, Großmeister! Lass ja die Finger von dem Brett! Groß was? Vergiss es einfach. Hast du jetzt alles? Fertig. Okay, Ellie, los, komm. Lass die Tür nicht offen. Ich mach schon. Wir müssen zu dem Gebäude rüber. Die Treppe hoch. Beeilung. Bleib dicht bei mir. Unglaublich, dass du den Scheiß mitmachst, Bill. Du hättest es einfach sein lassen sollen. Du hast nicht übertrieben. Ja, er ist einmalig. Also in was für einer Scheiße steckst du? Und wo ist Seth? Es ist dein Job. Eine einfache Lieferung. Und was sollst du abliefern? Die kleine Göre. Du mich auch. Naja, ich hoffe, du weißt, was du tust. Der Typ und ich werden keine Freunde. Also, wo geht's hin, Bill? In mein Zweitversteck. Eher ein Waffenlager. Was? Ich dachte, wir machen ein Auto klar. Wir? Du kennst dich mit Autos? Bill, komm! Wie ich schon sagte, wir müssen zur anderen Seite der Stadt. Dahin gehe ich sonst nicht. Da sind alle infiziert. Also brauchen wir mehr Waffen. Da drin ist was. Oh, darum wollte ich mich noch kümmern. Entspannt euch alle bitte. Sag mal, du hast noch nicht erzählt, was mit Tess ist. Ich dachte immer, ihr zwei seid unzertrennlich. Sie ist beschäftigt. Ja, klar. Beschäftigt. Ah, hört sich an, als gäb's Ärger im Paradies. Ja, sowas in der Art. Okay, dann mal los. Und warum repariert ihr nicht eins von diesen Autos? Oh mein Gott, du bist ein Genie. Ich meine, warum bloß? Warum habe ich nie eins von diesen Autos repariert? Okay, sei nicht so ein Arsch. Ihre Reifen sind hin, die Batterien sind leer. War's das jetzt? Und ich will gar nicht wissen, wie es in den Motorblöcken aussieht. Neue Autobatterien gibt es nur noch beim Militär. Verdammt nochmal! Infizierte! Okay, ich muss die Barrikaden prüfen. Wenn man die Dinge schleifen lässt, wird man es bereuen. Du weißt, was das heißt. Das ganze Zeug aus dem Lager holen und zum Osten. Er führt kein Selbstgespräch hier. Mal wieder. Und dann muss man... Bill? Joel? Hier lang. Und weiter geht's. Hält sie das Tor wirklich auf? Tja, es ist zu. Sie haben keinen Schlüssel.
Also, wo lang? Wir sind da. Es ist im Keller. Okay, hier runter. Tja, da sind wir. Du fasst hier drin nichts an. Und du machst die Tür zu. Na dann mal los. Was? Ich brauche eine Waffe. Brauchst du nicht. Joel, ich komme schon damit zurecht. Nein. Du bleibst hier. Toll. Dann warte ich einfach, bis es mich erwischt. Das hier muss echt der beschissenste Job sein, den du je hattest. Das kommt hin. Was zum Teufel sagt Tess zu dieser Selbstmordmission? Das war ihre Idee. Ehrlich? Dann ist die Braut wohl doch nicht so schlau, wie ich dachte. Na, scheiß drauf. Im Ernst, bring die Kleine dahin zurück, wo sie herkommt. Bill, ich kann sie nicht einfach zurückbringen. Dann schick sie weg, lass sie eben allein gehen. Ich sag dir jetzt mal was. Es gab mal jemanden, der mir wirklich sehr wichtig war, weißt du? Mein Partner. Ich hab mich eben um ihn gekümmert. Und in dieser Welt bringt dir so ein Scheiß nur eins ein. Du gehst drauf. Und weißt du was? Von da an hab ich's geschnallt. Ich bin alleine echt besser dran. Bill, so ist das nicht. Schwachsinn. Es ist ganz genauso. Hey! Was hab ich dir auf der Treppe gesagt? Was hab ich gesagt? Ich räum hier doch nur deinen ganzen Scheiß auf. Finger weg! Verdammt nochmal. Wenn du sie weiter an der Backe hast, wird dir das irgendwann das Genick brechen. Können wir das jetzt bitte einfach durchziehen? Hier. Wir ziehen das durch. Na, Billy ist ja ein bezaubernder Bursche. Aber er kann Joel und Ellie vielleicht weiterhelfen. Wir werden sehen, ob sie es schaffen, ein Auto zum Laufen zu bringen. Ich hoffe, ihr wurdet gut unterhalten und seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Lasst auch gerne eure Meinung zu dem Spiel oder zu dem Format in den Kommentaren da. Bis dahin, euer Otto Normalo.